Bürgermeisters. Und damit möchte ich nahtlos in den nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Aktuelle Stunde zum Thema Fördermittel, Vergabe, Einschränkung der kommunalen Selbstverwaltung. Einreicher ist hier die AfD-Fraktion, die beginnen würde. Und danach gehen wir in die Fraktionsrunde, die beginnt mit CDU und dann Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Wer macht die Einbringung? Herr Lommel, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, liebe Damen und Herren und Zuschauer. An späterer Stelle behandeln wir hier im Stadtrat eine Beauftragung der Stadtverwaltung, bei der EU Gelder zu akquirieren. Eigentlich nichts Dramatisches. Wenn man sich weiter darüber Gedanken macht, ist die Frage erlaubt, warum wir unsere eigenen Steuergelder für die Stadtplanung und Ähnliches akquirieren müssen. Wo kann die EU uns bei der Stadtverschönerung helfen? Antwort: Nirgends. Wir können das hier am besten selbst. Wenn man Großvorhaben wie zum Beispiel Berliner Flughafen sich in Erinnerung ruft, fragt man sich, warum wir nicht in der Lage sind, kostengerecht zu bauen. Die Antwort liegt für mich in den Bürokratiemünster vieler Behördenebene, Kommune, Land, Bund und jetzt EU. Mein Petitum ist, den Grundsatz der Subsidiarität wieder stärken und zu beachten. Lasst uns dafür werben, dass Kommunen wieder direkt ohne EU-Anträge finanziell unverzüglich stärker selbst arbeiten und auch stärker ausgestattet werden. Das Geld bleibt direkt bei den Gemeinden und wandert nicht erst in die EU. 2019 zahlte Deutschland rund 26 Milliarden an die EU, 20% aller Zahlungen. Damit wie immer Weltmeister oder Europameister in der EU. Zukünftig werden es noch mal 20 Milliarden mehr werden. Netto betrachtet waren es 2019 14,3 Milliarden, die wir mehr einzahlen, als wir zurückbekommen. Und zukünftig wird es nicht besser werden. Pro Kopf also von Säugling bis zum Kreis 172 Euro. Dänemark ist mit 3 Euro pro Kopf noch schlimmer dran. Aber wir sind ja ein reiches Land, wird immer kolportiert. Fragt sich, wer die Behauptung immer wieder vorbringt und aus welchem Interesse. Wenn einer nichts hat und die anderen haben 2 Millionen, dann haben beide im Durchschnitt 1 Million. Das ist offenbar das Verständnis derer, die immer wieder dem Meer vom reichen Deutschland erzählen. Denn wie sieht es wirklich aus um dieses angebliche reiche Deutschland? Von den Ländern der alten EU liegt nur Portugal hinter Deutschland. In den meisten Ländern besitzen die Bürger meist mehr als das doppelte Vermögen als wir hierzulande. Der Stern, sicherlich keine linke Zeitung, formulierte Anfang Januar 2018 Vermögensschock. Die Deutschen sind arme Würstchen in der EU. Die EU-Kommission wirbt auf ihrer Internetseite damit, dass 94% des Haushaltes den Bürgern der Region, Kommunen, Landwirtschaften und so weiter Unternehmen zukommen. Das ist aber immer das Geld, welches denselben Adressaten, also hauptsächlich dem deutschen Steuermichel, also uns, vorher aus der Tasche gezogen worden ist. Die Bürger, Kommunen oder Unternehmen dürfen dann bei den Ländern bitte um EU-Fördermittel vortragen, sprich, sie dürfen beantragen, dass sie wenigstens einen Teil von dem, was sie eingezahlt haben, zurückerstattet bekommen. Natürlich gibt es die Mittel nur, wenn entsprechende Voraussetzungen erfüllt sind, die Brüssel vorher festgelegt hat. Sowas wie Klimaneutralität kann gut sein oder Ähnliches. Die Möglichkeiten, auf die Brüsseler Vorgaben Einfluss zu nehmen, sind gering. Deswegen drängen sich ja massenhaften Lobbyisten auf den Fluren der EU. Das würde gibt uns auch zum Denken. Demokratie geht freilich möglicherweise anders. Und natürlich bekommt der Bittsteller nur dann Fördermittel, wenn die Anträge ausgefüllt worden sind. Wir kommen davon später zu stellen. Die können schon mal ein paar Seiten umfassen, hunderte Seiten, gerade wenn es sich um Stadtentwicklung handelt. Dafür gibt es ja entsprechende Bürokratie, nicht nur auf Ebene der EU, sondern eben auch auf der kommunalen Ebene. Fördermittelbürokratie, zusätzliches Geld, frisst
Logisch, viel Geld, aber das ist halt unvermeidlich. Am Ende soll man natürlich noch der EU danken dafür, dass man sein Geld zurückbekommt, was man vorher eingezahlt hat. Ich frage mich nur, geht das auch einfacher? Einfacher, indem das Geld dort bleibt, wo es herkommt, nämlich in den einzelnen Ländern, in den einzelnen Kommunen, ohne Umweg, über Brüssel, ohne Bürokratie, bei uns selbst. Herzlichen Dank. So, dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Als erstes die CDU-Fraktion, dann Bündnis 90 Die Grünen. Herr Krüger, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen, Herren Stadträte. Wir haben heute 16 Uhr die Stadtratssitzung begonnen und nach dem Sitzungsklamauk 35 Minuten verloren. Wir haben eine Tagesordnung vor uns, die mehr als 50 Tagesordnungspunkte umfasst. Zieht man die Tagesordnungspunkte ohne Debatte ab, bleibt trotzdem noch ein Mammutprogramm, welches wir zu bewältigen haben. Und vor diesem Hintergrund beantragt die AfD und eine andere Fraktion eine Aktuelle Stunde zu Themen, die nicht unbedingt hätten heute hier behandelt werden müssen. Ich muss offen gestehen, dass mir nach wie vor nicht klar ist, welchen Zweck diese Aktuelle Stunde eigentlich dienen soll. Dem Titel nach sollen wir uns der Fremdbestimmung des Freistaates und, wie ich heute dem Beitrag entnommen habe, auch der EU entziehen und möglichst auf Fördermittel verzichten. In der Begründung wird dann aber beklagt, dass der Freistaat die Kommunen weniger unterstützt als bisher und manche Fördermitteltöpfe nicht ausfinanziert seien. Was denn nun, werte Kollegen? Fakt ist, dass die Corona-Krise überall ihre Spuren hinterlassen hat. Auch wenn wir uns im Moment in einer komfortablen Situation befinden, plötzlich 109 Millionen mehr zu haben als geplant, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies ein Einmaleffekt ist. Ein Einmaleffekt, der neben eigenen Einsparungen vor allem darauf zurückzuführen ist, dass uns der Bund und der Freistaat während der Krise so unterstützt haben. Der gleiche Freistaat, den Sie hier kritisieren, der sich extra mit 6 Milliarden Euro verschuldet hat, um auch die Kommunen zu unterstützen. Liebe Kollegen der AfD, diese Aktuelle Stunde ist im Moment so hilfreich wie ein Kropf. Die Haushalte von Stadt und Freistaat sind beschlossen. Jetzt gilt es, das Beste aus dieser Situation zu machen. Ein erster Schritt wäre, die Entscheidungen in Angriff zu nehmen, die direkt vor uns liegen. Deshalb mache ich jetzt bereits Schluss. Packen wir das an, was direkt vor uns liegt. Und das ist die heutige Stadtratssitzung. Vielen Dank. Frau Ossiander, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Krüger, Sie haben hier zwei Aktuelle Stunden in einen Topf geschmissen und beide der Zeitverschwendung bezichtigt. Mein Kollege Herr Löser wird gleich noch erläutern, warum unsere Aktuelle Stunde da von Ihnen ungerechtfertigt kritisiert wird. Und ich kann es auch nicht verstehen, dass Sie die Öffnung der Innenstädte nicht für ein unglaublich dringendes Thema für Dresden halten. Herr Lommel, ich möchte an Herrn Krüger anschließen. Sie haben hier im Grunde das Thema verfehlt und eine Schmährede auf die EU gehalten, was aber nicht unseren Stadtrat betrifft. Verschleiert haben Sie das, indem Sie einen Bezug zur Einschränkung der kommunalen Selbstverwaltung herstellen. Ich möchte Ihnen zeigen, dass das für Dresden nicht zutrifft. Und zwar nutze ich dabei die alte Weisheit: Bilder sagen mehr als Worte. Zwei möchte ich Ihnen zeigen. Hier sehen Sie das erste Bild. Es zeigt die Ergebnisse der Jahresüberschüsse der Stadt Dresden in den vergangenen 10 Jahren. Nur der rote Balken interessiert uns hier und der ist ziemlich hoch. Er zeigt das tatsächlich erzielte Jahresergebnis. In schöner Regelmäßigkeit schließen wir besser ab als geplant und haben am Ende des Jahres erkleckliche Summen zur freien Verfügung. Ich verspare mir jetzt, das vorzulesen. Dazu kommt dann noch der Jahresüberschuss 2020 von 109 Millionen. Wo ist da eine fehlende Handlungsfähigkeit, Herr Lommel? Im Gegenteil, wir haben einen beneidenswert großen Handlungsspielraum und es ist unsere Verantwortung als Rat, diesen Spielraum auch weise zu nutzen. Nun zum zweiten Bild.
Das zeigt die Entwicklung der Zuweisungen des Freistaats an die Stadt Dresden, und zwar in den kommenden Jahren. Die Zahlen sind bereits angepasst an die aktuellen Entwicklungen, sächsisches Finanzausgleichsgesetz im März beschlossen, Steuerschätzung vom Mai ist eingerechnet. Sie sehen, die Zuweisungen des Freistaats an die Stadt Dresden bleiben auch für die kommenden Jahre weitgehend stabil. Abweichungen gibt es gegenüber der bisherigen Planung von 7 bis 10 Millionen nach unten oder oben. Das ist aber zu vernachlässigen bei einem jährlichen Etat von 1.800 Millionen Euro. Der Freistaat macht seine Hausaufgaben und uns jedenfalls keinen Strich durch die Rechnung. Heißt, wir haben es in der Hand, unseren Handlungsspielraum auch in den nächsten Jahren zu behalten. Wir haben also Handlungsspielraum und mit der EU hat das gar nichts zu tun. Was ist die Moral von der Geschichte? Es gibt kein Problem von zu geringer kommunaler Autonomie in Dresden. Soweit zu Ihnen, Herr Lommel. Die Sachfrage ist geklärt. Ich möchte aber gern noch auf einen weiteren Aspekt eingehen, weil ich mich darüber sattsam ärgere. Es geht, Herr Lommel, um unsere Verantwortung als Volksvertreter hier im Rat. Die beiden Bilder, die ich Ihnen gezeigt habe, müssten Ihnen und all Ihren Kollegen in der AfD sattsam wohl bekannt sein. Das zweite, das Sie hier sehen, wurde auf der Pressekonferenz des Oberbürgermeisters am 16. Mai zum Ergebnis des Jahres 2020 vorgestellt. Es ging am selben Tag an alle Fraktionen. Das erste Bild, die Übersicht zu den Jahresüberschüssen der Stadt Dresden in der Vergangenheit, hat der Finanzbürgermeister dem Finanzausschuss am 31. Mai vorgestellt, dafür eigens zusammenstellen lassen. Sie, Frau Schöps, saßen mit dem Ausschuss, hätten Herrn Lommel besser informiert. Meine lieben AfD-Stadträte, Sie nutzen für diese Debatte ein Privileg aus der Geschäftsordnung des Rates. Durch einen Antrag auf eine Aktuelle Stunde können Sie kurzfristig ein Thema Ihrer Wahl auf die Tagesordnung setzen lassen. Das ist sozusagen die Überholspur neben dem normalen Geschäftsgang für Anträge und Vorlagen. Dieses Privileg haben Sie missbraucht. Das Problem, über das wir auf Ihre Veranlassung hin debattieren, gibt es nicht. Aber indem wir über dieses Problem, das es nicht gibt, eine wohlfeile Rede nach der anderen hören, verrinnt die Zeit, die wir bräuchten, um als Rat wichtige Entscheidungen für diese Stadt zu erörtern und zu beschließen. Weise ist das nicht. Es ist, den Satz können Sie selbst vollenden, ich spare uns weitere Redezeit. Kommen wir zu den wichtigen Dingen. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Kiesling, und dann die SPD-Fraktion, Herr Inge. Geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren in meiner Fraktion, ist lange debattiert worden, wer wohl zur Aktuellen Stunde der AfD reden soll. Es wollte niemand so richtig und dann ist das Los auf mich gefallen. Und ich habe diesen Zettel, mit dem Sie die Aktuelle Stunde beantragt haben, hin und her gewälzt und überlegt, was wollen Sie denn eigentlich? Weil Aktuelle Stunden sollen ja, wenn man unsere Geschäftsordnung richtig liest, etwas damit zu tun haben, was im Kompetenzbereich des Stadtrates liegt. Und nichts in diesem Antrag liegt im Kompetenzbereich des Stadtrates, überhaupt nichts. Und ich hätte mir gewünscht, dass schon der Oberbürgermeister oder die Verwaltung, die sonst alles so schön kritisch prüft und über jede Anfrage drüber schreibt, dass man die eigentlich gar nicht stellen darf und man sie kneterweise beantwortet, wenn man Bescheid gesagt hätte bei der AfD, das ist eine Aktuelle Stunde, da fällt nichts in den Kompetenzbereich des Stadtrates. Dann habe ich ein bisschen gegrübelt, warum Sie das machen. Zuerst dachte ich, Sie machen es wie früher, als die PDS, der euch angehörte, auch ganz einsam da saß, niemand hat mit uns geredet. Und dann haben wir versucht, das ein oder andere Thema hier vorzutragen, ein bisschen wichtig zu sein, aber es stimmt ja gar nicht. Es wird ja mit Ihnen geredet, es wird ja mit Ihnen gestimmt. Ja, wir haben ja eben erfahren, dass ein Nazi jetzt im Stadtrat reden darf, zusammen mit CDU-Stimmen durchgelassen. Das sagen, halte ich übrigens für ein größeres Problem als das, was Sie hier aufmachen. Und ich habe gedacht, was wollen Sie? Und dann sehe ich in Ihrer Rede, Herr Lommel war der Name, Herr Lommel, dass Sie sozusagen den Hilfs-Boris Johnson machen, das ist doch Nachwuchs-Boris Johnson, und wieder die alte Mär auftischen, dass die EU das Geld wegnimmt und dass es besser wäre, wenn man es hier hätte, weil dann könnten ja auch die Armen mehr haben.
so mit ihrem komischen Vergleich von 2 Millionen. Und der eine hat 2 und der andere hat gar nichts. Im Schnitt haben sie 1. Der Unterschied zwischen Boris Johnson und Ihnen ist übrigens, Boris Johnson hat weniges Unterhaltungswert. Sie haben keinen. Und vor allem steckt dahinter eine kleine perfide Sache. Denn würden wir das so machen, wie Sie sagen, liebe AfD, würden wir alles Geld, was wir übergeordneten Institutionen und Ebenen abgeben, damit es dann umverteilt wird, in unserer Gemeinde lassen. Nicht ein einziger Cent würde bei Bedürftigen oder Ärmeren landen. Denn Ihre Partei ist die, die jedem sozialen Anliegen ein Nein entgegenschleudert, die an jeder Stelle gegen Dinge agiert, die den Ausgleich in dieser Stadt suchen, die das mit Sozialismusvorwürfen niederwalzt. Und das ist einfach Ihre Art der Verlogenheit. Ich will eigentlich ein paar andere Probleme noch mal nur anreißen, über die man im finanzpolitischen Bereich reden könnte. Ja, da haben wir zum Beispiel die Frage der 109 Millionen Euro. 109 Millionen Euro tauchen plötzlich auf, der Oberbürgermeister ahnt es, er verschweigt es dem Stadtrat, er macht, was er will, er legt uns einen Gesamtplan vor. Das hat nicht die Handlungsfähigkeit der Stadt insgesamt eingeschränkt. Aber es schränkt die Handlungsfähigkeit des Organs Stadtrat ein. Das ist doch ärgerlich. Wäre das nicht eine Aktuelle Stunde wert gewesen, wie das sein kann? Oder Verwaltungen, die die Haushaltsbeschlüsse in feuchten Kehricht scheren. Ja, wir beschließen im Haushalt zum Beispiel, wie das Geld zu Dynamo geht. Die Verwaltung schlägt was anderes vor und Teile des Stadtrates akzeptieren das. Das ist doch ein Problem. Vielleicht sollten wir mal Aktuelle Stunden darüber machen, was unsere mühsam ausdiskutierten Haushaltsbeschlüsse eigentlich wert sind. Aber nein, das machen wir nicht. Wir lassen uns das gefallen als Stadtrat. Wir schränken unseren Handlungsspielraum im Übrigen selbst ein dadurch. Ich will es damit bewenden lassen. Ich denke, es ist alles gesagt zu der niedrigen Qualität Ihrer Anträge auf Aktuelle Stunden. Und es ist auch genug Zeit verschwendet. Vielen Dank. Als nächstes die SPD und dann die FDP-Fraktion. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, bei der Lektüre dieses Antrags zur Aktuellen Stunde hat sich sicherlich nicht nur mir die Frage gestellt, was will uns der Autor damit eigentlich sagen? Es hat mich manchmal bei mancher Gedichtinterpretation früher schon zum Nachdenken gebracht, aber dass das hier auch im Stadtrat dann eine Kunst sein wird, das dachte ich eigentlich nicht, aber okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sie haben es aber jetzt ein Stück weit auch noch getoppt. Also ich bin aus Ihrem Antrag in ursprünglicher Form schon nicht ganz schlau geworden und jetzt haben Sie hier auch noch mit billigstem Anti-EU-Bashing einen draufgesetzt. Ich glaube, man muss mal schon deutlich machen, gerade eine Stadt wie Dresden profitiert wie kaum eine andere von einer starken internationalen Vernetzung auch in der Europäischen Union. Die Stadt Dresden als Wissenschaftsstandort, als Wirtschaftsstandort, die lebt davon, dass es hier diese Vernetzung gibt, dass es tatsächlich eben mehr als nur ein Nationalstaat gibt, sondern dass es eben auch eine Gemeinschaft gibt, die auch eigene Mittel und Ressourcen hat und eigene Schwerpunkte auch setzt. Und das halte ich für absolut vernünftig und ich halte es für sehr vernünftig, dass da auch entsprechend ein Beitrag von Deutschland geleistet wird, der auch überproportional sein kann, weil Deutschland profitiert auch als Exportnation ganz maßgeblich davon. Aber vielleicht ganz kurz auch noch zu dem Bild, was Sie hier so zeichnen. Das ist ja sehr, sehr schwarz. Natürlich gibt es mit Blick auf Fördermittel und Finanzausstattung Probleme. Aber wir müssen auch mal ganz ehrlich sein. Die Stadt Dresden investiert unfassbar viel Geld. Und oftmals ist nicht unbedingt das Problem, dass wir als Stadt nicht genug Mittel haben, die wir am Ende wirklich ausgeben können. Nein, das Problem ist oftmals, dass wir aufgrund langwieriger Planungs- und Genehmigungsprozesse, ich möchte nur mal auf den Flaschenhals Landesdirektion hinweisen, gar nicht zum Geldausgeben kommen, dass wir sehr große Haushaltsreste vor uns herschieben. Ich glaube, das sind Aspekte, die man da eben betrachten muss. Und wenn man ganz ehrlich ist, die Diskussionen hier in diesem Haus zeigen doch auch, dass es natürlich Gestaltungsspielräume gibt. Also wenn ich mir hier jede Ratssitzung anschaue, ist doch nicht so, dass wir hier nur Not und Elend verwalten. Es ist, die schöne Stadt hier hat da durchaus noch einiges mehr zu bieten. Aber wir können uns ja die Situation auch im Land ganz konkret anschauen. Wir haben im Freistaat Sachsen einen kommunalen Finanzausgleich, der auch im Ländervergleich mit anderen Bundesländern als recht solide beschrieben wird, als relativ verlässlich, der auch von der kommunalen Ebene im Kern nicht in Frage gestellt wird. Da gibt es in anderen Bundesländern ganz andere Diskussionen. Darauf möchte ich an der Stelle nur hinweisen.
Wir haben eine Fördermittelsituation, die natürlich nicht in allen Bereichen optimal ist, aber die sich zumindest unserem Eindruck nach auch zum Teil in eine bessere Richtung bewegt hat, insbesondere was auch, sag mal, Versuche der politischen Einflussnahme auf das Handeln der Landeshauptstadt betrifft. Wir haben insgesamt natürlich eine Diskussion über die Finanzkraft des Landes. Ich glaube, da müssen wir aber nicht unbedingt hier über Ihre Aktuelle Stunde debattieren, sondern in erster Linie darüber, dass wir zum Beispiel auf Landesebene dafür sorgen, dass uns eine Schuldenbremse, die derzeit einen, ich sag mal so, viel zu engen Korridor uns setzt, mit dem wir wieder Schulden abbauen müssen, nicht tatsächlich das Wasser abgräbt als Kommune. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, der wir uns wirklich stellen müssen, die wirklich auch für uns als Kommune dann wirklich Probleme verursachen könnte. Und ich glaube, wenn wir als Stadtrat und alle, ich sag mal, Parteien und Fraktionen, die auch vertreten sind, daran arbeiten, die echten Problemstellen noch anzugehen, möchte ich tatsächlich auch erwähnen, das haben Sie auch in dem Antrag geschrieben, kommunaler Straßenbau. Natürlich ist es ein Problem, da brauchen wir eine Neuregelung, die auch der Stadt Dresden wieder Verlässlichkeit, eine gewisse Planungssicherheit auch einfach gibt. Aber da muss man natürlich auch die komplette Geschichte erzählen. Da muss man eben auch erzählen, das war ein tolles 90%-Förderprogramm, wo alle Kommunen gerne gesagt haben, und das nehme ich. Und das war dann irgendwann einfach überbucht. Und ich glaube, da müssen wir in einen sinnvollen und ehrlichen Modus auch zwischen Stadt und Land auch wieder reinkommen. Ja, insgesamt würde ich sagen, Fördermittel sind wichtig, Finanzausstattung ist auch wichtig, alles relevant. Ich sehe aber nicht, dass Ihre Aktuelle Stunde hier irgendeinen nennenswerten Beitrag dazu leistet. Ich glaube, wir sollten die Zeit sinnvoller verwenden in tatsächlich sinnvolle Gespräche auch mit den Akteuren auf Landesebene. Und dann haben wir, glaube ich, unserer Stadt dann schon mal einen Dienst getan. Vielen Dank. Jetzt FDP-Fraktion, Herr Blödner, und dann Fraktion der Dissidenten, Herr Schmiel. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Aktuelle Stunde zur Fördermittelvergabe und Einschränkungen der kommunalen Selbstverwaltung. Ein bisschen irritiert bin ich ja schon über diese Aktuelle Stunde. Da liest man den Titel, okay, geht wohl um die Problematik der Kofinanzierung von Land, Bund und EU, vieler Ausgaben und vieler Themenbereiche. Dann liest man die Begründung, geht doch eher um die allgemeine finanzielle Situation der Kommunen. Dann denkt man über die aktuelle Situation Dresdens nach, insbesondere das Jahresergebnis des Abschlusses 2020 und fragt sich, ob die Aktuelle Stunde in der falschen Stadt gestellt wurde. Ja, Corona hat viele Probleme verursacht und die Folgen in der Einnahmesituation in den kommenden Jahren ist noch nicht klar absehbar. Man muss weiter sparsam sein und die Situation beobachten. Wenn wir aber konkret auf Dresden schauen, konnten wir schon mit dem Doppelhaushalt vieles abfedern. Wenn man sich dann die Personalentwicklung der städtischen Verwaltung anschaut, zusätzlich noch die mangelnde Digitalisierung, dann sieht man auch da ist noch viel Luft und auch Spar- und Verbesserungspotenzial. Die Höhe der Investition ist auch überdurchschnittlich. Und wenn man ehrlich ist, kommt man dann zu dem Ergebnis, dass Dresden die Finanzprobleme nicht hat. Da stellt sich schon die Frage, wozu diese aktuelle Stunde? Entsprechende Beratungen zum Haushalt führen wir ja auch durchgehend. Aber ein anderes spannendes Thema wurde zumindest im Titel mit aufgeworfen, die Fördermittelvergabe. Da haben wir das Problem, dass vieles über Fördermittel läuft. Beispielsweise der Baubürgermeister muss immer in jedem Teilbereich mit umsetzungsfähigen Maßnahmen vorbereitet sein, damit er was Passendes hat, wenn sich ein Fördermitteltopf auftut. Bei manch kommunalen Unternehmen fragt man sich, ob sie dort investieren, wo es wirklich notwendig ist, oder lieber dort, wo noch ein paar Fördermittel warten. Da ist in Summe durchaus ein Problem. Sollte nicht anstatt der Kofinanzierung das Geld vollständig der Stadt zur Verfügung stehen und dann nach der eigenen Prioritätensetzung Investitionen abzuarbeiten, anstatt dauernd auf Fördertöpfe zu schauen? Das Problem sollten wir als Kommune offen ansprechen, wenngleich wir aber auch da nicht diejenigen sein werden, die darüber Entscheidungen treffen. Daher als Fazit, eine Finanzproblematik für Dresden haben wir eher nicht. Das Thema Fördermittel, das hat viele Baustellen und es sollte doch klarere Aufgabenabgrenzungen zu Land, Bund und EU geben, anstatt Kofinanzierung das Geld vollständig für Dresden zu erhalten, damit es zielgerecht investiert werden kann. Dankeschön. Als nächstes Herr Schmielich. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, das Thema dieser Aktuellen Stunde verdient es nicht, dass man seine Redezeit
das so ausschöpft. Ich weiß auch mittlerweile nicht, ob ich mich mehr über die unnötigen Verzögerungen zu Beginn dieser Sitzung ärgern soll oder mehr über die Verzögerungen, die durch diese Aktuelle Stunde herbeigeführt werden. Wir hätten genug zu tun, es gibt genug zu beraten. Herr Krüger hat darauf hingewiesen, eine volle Tagesordnung und am Ende werden wir wahrscheinlich wieder nicht durchkommen und wichtige Themen werden auf der Strecke bleiben. Stattdessen beschäftigen wir uns heute mit einem komplett an den Haaren herbeigezogenen Thema, von dem ja selbst, und darauf hat Herr Blödner auch hingewiesen, die AfD nicht so ganz genau weiß, worüber wir hier eigentlich heute sprechen wollen. So, deshalb kann ich nur appellieren und dieses Beispiel uns als Ermutigung in die Aufgabenstellung hineinschreiben, dass wir schnell bei der Reform der Geschäftsordnung dieses Stadtrates mit dem Blödsinn solcher aktuellen Stunden aufräumen und endlich im Grunde genommen zum vernünftigen Arbeiten kommen und uns wesentlichen Dingen, die die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt interessieren. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der ersten Aktuellen Stunde könnten die Freien Wähler, wird das Wort gewünscht? Nein. So, damit wäre die erste Aktuelle Stunde zu Abschluss gekommen.